2018. Wir sind die Klasse 18 der IGS Barnstedt. Wir haben einen Text geschrieben über das Grundgesetz und der geht so. Verletze niemals die Gesetze, sondern schätze sie als Weg der Freiheit. Das hier ist unser Land, deine Chance, deine Rechte, sie verbinden uns und machen uns zur Einheit. Laut Artikel 3 Absatz 2 besagt das Grundgesetz, wir sind alle gleich, wir sind alle frei. Jeder hat das Recht, gleichberechtigt zu sein, Mann und Frau auf Augenhöhe, es ist höchste Zeit. Die Würde des Menschen ist seine Identität, sie zu ruinieren ist falsch und verdreht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Mädchen, Junge, jeder ist dankbar. Niemand darf beleidigt werden wegen seiner Sprache, wegen seiner Herkunft, wegen seiner Farbe. Also sei achtsam, wachsam, wir sollten schützen, was wir haben, damit wir weiterhin diese Macht haben. Alles in der Hand, unsere Zukunft, unser Leben. Wir müssen unser Wissen weitergeben. Jeder hat das Recht auf Bildung und etwas zu lernen, um später glücklich und erfolgreich zu werden. Nicht zu vergessen Artikel 20a, der Schutz künftiger Generationen obliegt dem Staat. Verletze niemals diese Gesetze, sondern schätze sie als Weg der Freiheit. Das hier ist unser Land, deine Chance, deine Rechte, sie verbinden uns und machen uns zur Einheit. Verletze niemals diese Gesetze, sondern schätze sie als Weg der Freiheit. Das hier ist unser Land, deine Chance, deine Rechte, sie verbinden uns und machen uns zur Einheit. Das Grundgesetz wird heute von uns umgesetzt. Meinungsfreiheit. Die Rechte des Volkes für alle Menschen gemeinsam. Es schützt das Individuum durch unsere Gleichheit. Seine Meinung darf jeder frei äußern, in Worten und Schriften und Bildern erläutern. Die Presse darf überall hin und das macht Sinn, denn durch differenzierte Berichte können wir alle gewinnen. Jeder hat das Recht zu bitten, zu fragen, zu klagen. Hast du Ideen oder ein Problem, kannst du es wagen? Schreib es auf, send es ab, es ist dein Recht, dass du dir jederzeit Gehör verschaffst. Gerechtigkeit ist die Grundlage für Frieden, denn ohne Rechte und Pflichten herrscht Anarchie. Chaos, Gewalt, keine Harmonie, Respekt voreinander, bewahrt uns vom Krieg. Verletze niemals diese Gesetze, sondern schätze sie als Weg der Freiheit. Das hier ist unser Land, deine Chance, deine Rechte, sie verbinden uns und machen uns zur Einheit. Verletze niemals diese Gesetze, sondern schätze sie als Weg der Freiheit. Das hier ist unser Land, deine Chance, deine Rechte.